Meister. Er hat das Licht gesehen. Er kann über Wasser und durch Wände gehen. Er spricht mit Katzen und mit Krähen. Fast ist er perfekt und kann sogar Captain Kang verstehen. Er ist Perdu mit den fünf Elementen. Kann Gefühle fließen lassen und sogar Gedanken lenken. Doch heimlich fühlt der eine die Alone mit sich selbst. Denn in ihm lebt ein Vollidiot. Der Idiot und der Meister streiten schon seit Jugendjahren. Der Meister will Magie, der Idiot will treten und fahren. Sie sind sich gegenseitig ewiges Martyrium, werfen Stühle um, streiten sich ins Delirium. Ne? Keiner der beiden hat den anderen gecheckt. Und beide glauben immer noch, der andere wäre der Depp. Und sie jagen sie sich rasend durch den Garten meines Lichts und spielen mit rosa Partyhüten bald oder Pflicht. Beide denken, sie gewinnen, weil jeder sich für heller hält. Bis einer von den beiden in den dunklen Keller fällt. Entspann dich, sonst verletzt du dich. Treppen sind sehr kompliziert, du könntest sie noch verlaufen. Welche Richtung soll ich gehen? Kann man für Treppen Karten kaufen? Klar, es geht nach oben und nach unten. Und die weißen Kohle sind mit Stufen verbunden, die du mittels eines Schrittes, den du ballistisch ermittelst, über deinen Nervensträngen, dein Bein von mir bist du wieder vertikal entgegen. Jeder Schwerkraft zu nehmen, die dich ursprünglich gehindert hat, von A nach B zu schweben. Alles klar, das heißt, ich soll in die Stufen beißen. Du sollst mit den Beinen über Stufen steigen. Versteh ich nicht. Man folgt der kleinen Spur. Machst du dich lustig? Nee, ich verarsch dich nicht. Also konzentriere dich. Glaube mir, ich liebe dich. Greif an das Geländer, schau nach oben und ich schiebe dich. Ich geniere mich. Ich erkenne dein Gesicht. Bist du nicht dieser Rapper, der mit Bäumen und mit Tieren spricht? Gut erkannt, ich bin der KAP, die eigentlich habe dich noch nie gesehen. Mit meinen inneren Bewegungen, den sprachlichen Metaphern, einer erfundenen Begegnung. Warte kurz, das heißt, du hast mich nur erfunden? Korrekt, als ein Bild für all die ungeheilten Wunden, die im Dunkeln Keller deine Psyche nach den Stufen suchen. Du hast mich gerufen, hör besser auf, mich zu verfluchen. Dieses Verhalten ist doch Schweigen, ich will mich nur unterhalten. Denn Formulieren des Problems ist die Lösung schon enthalten. Ich verstehe dich nicht, doch tust du, du weißt es. Ich begreife einfach nicht, wie der ganze Kram gemeint ist. Es ist nur ein Gleichnis. Ein Gleichnis, du weißt es. Ein Gleichnis ist nicht zu beweisen. Aber was heißt es, Mann? Es ist wie ein Blinder, der zeichnet. Das ist doch paradox, aber ein Gleichnis beschreibt es. Ah, toll. Und was soll die Sache bringen? Es soll das kalte Herz, das in uns steht, zum Lachen zwingen. Krasses Ding, wie als Buddha übers Wasser ging. Es ist der Grund, warum Menschen über Drachen singen. Ein Feuerholz aus Worten, während wir mit Schatten ringen. Die Motten suchen wir den Mond, während wir in die Fackel springen. Das hat ja alles Wort keinen Zusammenhang. Doch hat es, jetzt fass in den Geländer an. Folgen jetzt den Schritten, die zu gehen sind, um allen unseren Fehlern zu befehlen, dass sie Wege sind. Wege sind, um allen unseren Fehlern zu befehlen. Und plötzlich mischt sich eine Stimme ein in unsere Diskussion und behauptet, ich und der Idiot wären ihre Kreation. Die mentale Projektion, eine geniale Illusion, aus der kristallenen Pyramide einer getarnten Dimension. Ich sage, sie sagt, ihr braucht euch nicht bedanken, wir sind alle nur Gedanken des ewigen Gesamten. Sie ist der Garten wie die Pflanzen und produziert den Beat, zu dem wir alle tanzen. Ihr seid auch das ganze eingefallen. Hast du dir das ausgedacht? Nein, es ist mir eingefallen. Wir sind die Idee, eine Idee, eine Idee, die zu lange denkt, bis sie sich selber versteht. Somit wird die Frage nach der Wahrheit obsolet. Denn die Illusion ist die Realität. Doch wie der Samen der zur Sonne will, weil er ihr Erbe trägt, findet sie nur zum Licht, wenn man ihn vorher in die Erde. Also umarmen wir die Schatten, die uns umnachten, bis die Samen erwachen, die in unserem Herzen wachsen, bis sie platzen, zur Sonne streben. Wie jedes Wesen sehen sich unsere Wesen nach der Kraft, die sie gebären und den Ursprung ihres Entstehens. Wir werden ihn finden, wenn sie sich mit dem, was sie entbunden hat, wieder verbinden. Denn die Wahrheit ist ein ernster Clown. Er lacht sich selber aus. Ist dir das eingefallen? Ich dachte, es mir auch.